Wärme heulen, so werden die wohl aussehen. Behelfsmäßig aufgebaut, nicht wirklich Platz, um etwas mitzunehmen und keine Privatsphäre. Tja, so sieht's wohl aus. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Ja, die vielgepriesenen Wärmehallen. Keiner muss im Winter frieren, so sagen es die Politiker. Ob das stimmt, weiß ich nicht, ob da genug Wärmehallen vorhanden sind. Wer wird diese Wärmehallen nutzen wollen oder müssen? Nun ja, erstmal die Geringverdiener, die sich dann ja das Heizen vielleicht nicht mehr leisten können. So, das ist schon das erste Problem. Das Heizen nicht mehr leisten können. Die monatlichen Zahlungen, die Abschläge müssen ja trotzdem bezahlt werden. Oder man lässt sie einfach auflaufen, aber da hat man halt dann auch Schulden. Also selbst wenn ich in die Wärmehalle gehe, muss ich ja weiter dafür zahlen, für ein Haus, das ich nicht heize. Weil der Abschlag bleibt ja erstmal. Der wird erstmal irgendwo festgelegt und gilt fürs ganze Jahr. Okay, also gehe ich in die Wärmehalle, zahle Miete. Ja, Miete zahle ich ja auch noch weiterhin. Dann drehe ich natürlich in meiner Wohnung, in meinem Haus, die Heizung runter. Am besten aus, weil es geht ja nicht mehr. Vielleicht gibt es auch gar kein Gas mehr. Vielleicht ist das eine Gaszentralheizung und dann ist gar keine Heizung mehr da. Das heißt, eine Familie mit Kindern, die wird sich dann ganz, ganz schnell in der Bredouille sehen, weil es wird irgendwann wirklich kalt werden. Dann hat man, wenn man schon hat, seinen Fluchtrucksack. Für die Kinder natürlich nicht vergessen, Spielsachen mitzunehmen. Trotzdem warme Klamotten mitzunehmen, wettertaugliche Klamotten mitzunehmen, denn man wird ja nicht den ganzen Tag in der Wärmehalle verbringen. Ja, haben wir noch Schulsachen, ist die Frage. Im Blackout-Fall, da die Schule weitergeht, ich weiß es nicht. Die Schulgebäude werden dann ja auch wahrscheinlich nicht beheizt sein, nicht beheizbar sein. Wenn die Schulen noch weitergehen, müsst ihr natürlich auch die Schulsachen mitnehmen, diese Wärmehalle. Da sehe ich dann schon mal das nächste Problem. Aber dazu komme ich später. So, ihr habt die Heizung ausgedreht, euer Haus verlassen und jetzt kühlt es langsam aus. Was keiner sagt ist, dass ihr Frostschäden bekommt. Ihr kriegt Feuchtigkeitsschäden. Ihr kriegt Schimmel in der Wohnung. Die Sachen, die ihr zurücklassen müsst, und ich hoffe, das ist nicht so viel, denn der Platz ist ja in den Wärmehallen ausreichend für jeden. Nee, Leute, vieles wird euch kaputt gehen. Es wird verderben, es wird schimmelig werden, es wird, ja, einfach der Kälte und der Feuchtigkeit zum Opfer fallen. Ob das die Verputzung ist, ob das irgendwelche Gegenstände sind, die nicht mit Frost können, Wasserleitungen könnten gesprengt werden, da kommt es dann, wenn es auftaut, wieder zu größeren Problemen, zu einer Überschwemmung im Haus, zu einem Feuchteschaden. Okay, nehmen wir das mal so hin. Sagen wir mal, wir haben Glück. Das passiert alles nicht. Also, wir gehen jetzt da in diese Wärmehalle. Okay. Monatlich läuft auch die Zahlung weiter für die Miete, der Abschlag. Alles läuft weiter. Was ihr jetzt noch am Konto habt, das braucht ihr zum Leben. Denn in den Wärmehallen, da werdet ihr nur untergebracht. Aber versorgen müsst ihr euch selbst. Die Frage ist, kann ich dann in so einer Wärmehalle auch kochen? Ist da genügend Zeit dafür, dass jeder seine Mahlzeit kocht? Oder gibt es eine zentrale Küche? Das sind alles Fragen, die man erstmal klären müsste, meiner Meinung nach. Die sind ungeklärt. Also muss man im schlimmsten Fall eine Möglichkeit mitnehmen, um sich selbst Essen zuzubereiten oder wenigstens mal kurz Kaffee oder Teewasser aufzusetzen oder Säuglingsnahrung warm zu machen. Ein Campinggaskocher. Ist dafür überhaupt Platz in so einer Wärmehalle? Gibt es dafür überhaupt Bereiche? Kommt nicht auf die Idee, eine elektrische Kochplatte mitzunehmen, denn das wird sicherlich nicht gehen. Bei Gas, Campinggaskochern, da wird man vielleicht argumentieren, wegen Brandgefahr können die nicht benutzt werden. Okay, so, der euch zur Verfügung stehende Raum, ihr habt die Bilder ja gesehen, ist nicht bombastisch. Manchmal sind nur Feldbetten nebeneinander gestellt, da könnt ihr allenfalls was unter die Betten packen. In dem letzten Beispiel sieht man wenigstens Kabinen, die sind aber auch nicht sehr groß. Da sind immer ein oder zwei Betten drin und ein bisschen Abstellfläche, aber nicht viel. Realistisch kriegt ihr da gerade mal einen Notfallrucksack und vielleicht noch einen Koffer mit euren wichtigsten Sachen unter. Mehr aber nicht.
Wo sehe ich noch Probleme in solchen Hallen? Ja, in solchen Hallen, man kann ja nicht ständig bei seinen Sachen bleiben, da wird es dann auch zu Diebstählen kommen. Sachen werden eventuell verschwinden. Ich glaube nicht, dass da große Security da sein wird. Und diese Security kann auch die Halle nicht überblicken. Dazu bräuchte man mehrere Leute, um überhaupt mal zu sehen. Man müsste sich dann auch auskennen als Security, wer wo wirklich jetzt einquartiert ist. Ich finde das sehr schwierig. Das nächste, was passieren könnte, ist eine Gruppen- oder Küngelbildung, dass eine größere Gruppe sich zusammenschließt und dann andere abzieht. Was ich mit abziehen meine, das wisst ihr. Handy, Geld, andere Wertsachen, vielleicht eure Babynahrung, wenn sie es brauchen. Sind diese Wärmehallen wirklich eine Alternative? Ich fürchte nicht. Im Notfall kann man die nutzen, ganz klar, aber ehrlich zu sein, würde ich dort lieber nicht hingehen. Außer ich muss oder ich habe keine andere Möglichkeit. Ich würde erst mal schauen, ob ich nicht bei Bekannten unterkommen kann, die nicht ausziehen und dann vielleicht ein bisschen von meinem Geld abgebe, damit die dann ihre Heizkosten weiterhin bestreiten können. Viele Leute haben in ihren vier Wänden ja notfallmäßig noch Platz für Betten. Und wenn es nur der Fußboden ist, auf dem man eine Isomatte auslegt und ja, vielleicht macht es ja auch dann Sinn, doch einen Schlafsack zu haben, in dem man nachts auch warm liegt oder dem man auch mal tagsüber warm drin sitzen kann. Denn man wird ja auch nicht so viel heizen können, dass es wirklich, sagen wir mal, 22, 23 Grad im Zimmer hat. Schlafen tut man eh kühler und man braucht dann auch nur einen Raum beheizen. Wenn man so eine zweite Familie aufnimmt, eventuell mit Kindern, wenn man den Platz hat, wäre das natürlich super. Ob ihr dann noch in dieser Zeit eure Heizkosten, Vorauszahlung, den Abschlag irgendwie stornieren könnt, weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber auch dort habt ihr die Möglichkeit zu kochen. Ihr könnt ja einen Campinggaskocher mitnehmen, wenn ihr habt. Ihr habt euch schon ein bisschen vorbereitet, ihr habt ein paar Kartuschen und Campinggaskocher. Ihr könnt noch zwei, dreimal fahren, um da was hinzuschaffen. Ihr könnt wesentlich mehr mitnehmen von euren Wertsachen, wenn ihr dorthin geht. In der Wärmehalle werdet ihr vieles zu Hause lassen müssen. Und das ist das nächste Punkt. Ihr seid nicht mehr zu Hause. Keiner passt auf euer Haus auf eure Wohnung auf. Da kann es auch zu Diebstählen kommen, zu Vandalismus kommen. Wer sorgt dafür, dass das Zeug sicher ist? Ja, klar, ihr nehmt eure Wertsachen mit. Gold, wenn ihr es habt. Ihr nicht. Aber Bargeld zumindest, die wichtigsten Ausweisdokumente, vielleicht auch die Versicherungsunterlagen, denn man weiß ja nie, ob man die noch braucht und ob die dann noch da sind, wenn der Schimmel alles befallen hat. Aber da habt ihr mehr Chancen, wenn ihr woanders hingeht. Und da empfehle ich euch vielleicht sogar, vorab was zu kaufen, nämlich eine große Maischetonne mit 120 Liter. Da könnt ihr alles, das was ihr nicht jetzt zum Leben braucht dort, sondern das ihr einfach aufbewahren wollt, reingeben, einen Feuchtigkeitsabsorber mit rein, vielleicht noch einen Sauerstoffabsorber, Deckel drauf, Deckel zu, gut ist. Die Dinge liegen da nicht rum, man hat sich seinen eigenen Schrank mitgebracht. Die gibt es auch in klein, die gibt es in 120 Liter, in 80 Liter und in 30 Liter Varianten. Die sind nicht teuer, die kosten so zwischen 60 Euro die teuersten und die kleinen kosten so um die 30 Euro. Ist auch für eure Vorräte eine gute Anschaffung, wenn ihr zu Hause bleiben könnt. Da könnt ihr die Vorräte einlagern, die sind sicher vor Ungeziefer, vor Feuchtigkeit und ihr habt es weg. Ja, man kann diese Dinge sogar stapeln, 2-3 Tonnen übereinander geht, mache ich auch im Keller. Aber zurück zu den Wärmehallen. Ich glaube, die Politik macht es sich das sehr einfach, wenn sie sagt, wir haben ja einen Wärmehallen. Wie viel haben sie? Wie viele Leute können da unterkommen? Werden dann Rentner bevorzugt oder Familien bevorzugt? Oder Alleinlebende? Müssen die dann draußen bleiben, wenn sie voll sind? So wie die Obdachlosen manchmal draußen bleiben müssen, weil sie nichts mehr im Obdachlosenheim Platz haben und dann draußen auf der Parkbank schlafen. Man wird sicherlich Familien mit kleinen Kindern, ja, bevorzugen. Das ist auch richtig so.
Aber dennoch, ich habe einige Probleme aufgezählt, die da kommen können. Und es sind sicherlich noch nicht alle Probleme gewesen. Wie sieht es denn mit der restlichen Versorgung aus? Gibt es dort genügend Waschmöglichkeiten? Gibt es dort genügend Möglichkeiten, um mal auch einen Abwasch zu erledigen? Wird einem dafür was zur Verfügung gestellt oder muss man es mitnehmen? Da wird sicherlich das Rote Kreuz vor Ort sein oder andere Hilfsorganisationen. Schon mal vielen Dank im Voraus, dass ihr das macht. Aber für die Leute, die dorthin gehen, wird das nicht einfach. Mal 2, 3 Tage, okay. Aber für längere Zeit, wenn ihr den ganzen Winter nicht mehr heizen könnt, wie gesagt, die Sachen, die ihr in eurer Wohnung zurücklasst, ich gehe nicht davon aus, dass alles noch da ist oder wieder verwendbar ist, wenn ihr zurückkommt. Ja, das sind düstere Aussichten im besten Deutschland aller Zeiten. Den Begriff habe ich von einem anderen YouTuber geklaut. Wird auch jetzt oft benutzt. Ich finde, wir haben genug Probleme in Deutschland. Wir sollten uns mehr darum kümmern, welche Probleme wir hier haben und noch Lösungen suchen, damit wir unsere Heizprobleme hinkriegen, unsere Inflationsrate hinkriegen, die vor allem in der Energiebranche sehr, sehr hoch ist. Über 30% mittlerweile. Tendenz steigend. Jetzt, wo die ganzen Förderungen weg sind, das Benzin ist ja auch sprunghaft angestiegen von 1,85 Euro auf 2,10 Euro. Das ist beim Gas auch so. Überall wird es so sein. Die Grünen und die unsere Ökotussen, die wollen sogar, dass ihr nicht mehr zu Hause mit einem Kaminofen heizen könnt. Holz ist ja auch umweltschädlich. Ja, Leute, ihr sollt frieren. Und frieren wird nicht das Einzige sein. Die Frage ist, was ihr auch dann sonst noch leisten könnt und vor allem, wo ihr es unterbringen könnt in den Wärmehallen. Ihr könnt ja nicht mal schnell Vorräte kaufen für die Woche, sondern ihr müsst dann fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag neu zum Einkaufen gehen und seid noch mehr am Tropf der Inflation. Das ist auch noch zu bedenken. Wenn ihr arbeitstätig seid, dann ist tagsüber auch keiner da in der Wärmehalle. Wenn ihr Kinder habt, können die da bleiben? Oder muss einer dann auch da bleiben, wenn ihr beide berufstätig seid? Wenn keiner da ist, wenn ihr zum Beispiel Single seid oder nur ein Ehepaar runterkommt und beide arbeiten, wollt ihr dann das ganze Zeug immer mitnehmen und wieder hinschleppen oder müsst ihr jeden Tag einen neuen Antrag stellen, um dort in der Wärmehalle aufgenommen zu werden? Über all das hat sich unsere Regierung nicht ausgelassen. Und ich fürchte, sie werden es auch nicht. So viel dazu, bis zum nächsten Mal.